Er ist ein sicherer Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiß Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte! Geh zurück zur Armee! Wie damals bei Moms Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Okay. Was hast du gesagt, war das? Der aus dem Einser. Das gestartet, jawohl. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Nein! Ich brauche hier Hilfe! Halt durch! Mason! Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Das Feuer ist zu! Manchmal kommt jeder Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Böser Feuer, die FBLA bereitet einen Angriff vor! Wenn Sie einen Kampf wollen, dann bekommen Sie einen! Bewegung! Mason, hörst du mich? Was gibt's, Hass? Die MPLA-Truppen nähern sich eurer Position, etwa 1 Kilometer nördlich! Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen! Was ist mit Woods? Können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem
aufgehört. Da kommen sie! Da kommen sie, meine Brüder! Kämpft, meine Brüder! Alter, ist die Sichtempfindlichkeit immer so hoch, oder was? Nein, mach gescheit, ich will auch damit spielen können. Da rennt direkt einer auf dich zu. Jawohl. Ich hab keine Ahnung. Jawohl. Alter. Das ist nur deiner. Ja, du kriegst halt wirklich von überall Damage, Mann. Mason, oh, auf den Mörsertrupps zielen! Oh ja, klar. Keine Ahnung. Da. Klar, Alter, weiß. Oh. Sie sind hinter dem Felsen! Das gibt es nicht, gell? Ah, okay, da sind sie. Die Mörser. Jawohl. Sind erledigt. Das ist ein Gegner, gell, das weißt du. Sie haben T-62 Panzer als Unterstützung. Du musst sie uns vom Hals schaffen. Also von den Granat-Paket-Dinger ist noch zwei Stück. Oh, nice. Da. Verdammt, sie werden vom Boden aus beschossen. Irgendwann landet einer von denen ein Glückstreffer. So OP, gell. So OP. Ein. Gute Arbeit, Katz. Das sind ein paar MG-Laster, die auf dich zielen. Ich kann erst wieder anfliegen, wenn die MG-Laster wechseln. Ja, das ist wirklich sau krass gerade. Ich kümmere mich um sie. Boah, geht mir einfach. Alter. MG-Laster erledigt. Du kannst loslegen, Hatsch. Wie die einfach überall sind, gell? Das ist einer, das ist einer, das ist einer. Jetzt, pass auf, nicht, Mann. Da. Nice, der erste ist tot. Zweite. Das sind immer noch schwere Panzer. Alter, wie viele? Nice. Richtig gut. Scheiße, Mädchen! Die haben die Heli-Geschütze erwischt! Ja, und. Kann ich doch mal angreifen? Kommen Sie, mein Freund! Ja! Alter! Oh! Alter! Mason! Das ist Ziel, gell? Was du machen musst. Da, du musst da hoch. Andere Seite. Jawohl. Frag dich, Mann. Sehen alle gleich aus. Alle. Alter. Unser Weg zum Sieg hat begonnen. Tod der Imperler. Ich hab keine Ahnung, was er sagt, Mann. Mein Freund am Himmel! Haben Sie heute viele getötet?
Das haben wir alle! Wurscht, Wutsch! Die Ampere ist noch nicht besiegt! Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde! Wo ist er? Er wird festgehalten! Von einem Waffenhändler aus Nicaragua! Ein sehr gefährlicher Mann! Wo? Etwa 2 Meilen nördlich! Er ist auf einem Transportkahn auf dem Fluss Cubango! Er könnte schon tot sein! Los geht's, Hudson. Das war die erste Mission, oder was? Ich verschwand im Gehirn. Mein Vater dachte, ich wäre tot. Der ganze Scheiß, den Kravchenko ihm angetan hat. Die Zahl, Resnov steckt in seinem Kopf. Der hatte keine Ahnung, was real war. Wie denn auch? Kravchenko, den elenden Bastard aufzuschlitzen, hat uns alle gerettet. Er wacht zuerst auf. Boom. Willkommen im Hanoi-Hilton. Ein halbes Jahr später schafften sie mich nach Da Nang. Gegen den Scheißort war das Hilton echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem Scheiß-Sumpf sterben. Der Kahn passt zu Savimbis Intros. Boot sollte da drauf sein. Bring uns Lexax! Verdammt, wird beschossen! Scheiße, wir stürzen ab! Spring, Mason! Wie assi? Hallo? Das Deck räumen! Guck da! Ach, da ist der Ehrlich! Ah, okay. Also mit Kreismessern, das ist sehr gut. Hat sich zwar über alles, aber ist okay. Ah, come on. Wow. Hast du umgestellt oder was? Mit L3 und Ding? Kreis? Ja, das ist scheiße. Naja, geht. Ich komm darauf nicht vorne klar, man eigentlich. Aber es ist okay. Ja, ist okay, ist okay. Alter, meint ihr es im Ernst? So ein Spaß? Boah, boah. Hey, geil, oder? Was ich will abziehen, Mann. Das Deck ist sicher. Was? Ja, komm, chill. Scheiße, wir haben Kanonenboot am Arsch. Viereck, ich hab den Kreis. Lassen die uns nicht gehen. Wo hat er das? Wo hat er das her, Mann? Jawohl. Keine Ahnung. Guck, wie sich ihre Weste.